Ja, Leute, der übliche Tisch. Ja, kennt ihr. Aber auch schon seit längerem ja nicht mehr, ne? Ja, ja. Wir haben ein bisschen, ja, das Ganze laufen lassen, gucken, wie es sich entwickelt. Und wir haben jetzt tatsächlich ein Problem. Ich ziehe das Ganze mal ein kleines bisschen näher ran und blende euch auch mal ein separates Bild ein. Das ist ausgefärbter Reagenz vom Hanna-Checker. Blau. Tiefblau. Ja? Das kennt man eigentlich nur aus dem Bereich, wenn es dann irgendwas kontaminiert ist oder tatsächlich was im Argen liegt. Ja. Und ich blende euch mal jetzt die Bilder vom aktuellen Becken ein, so wie es gerade steht, wo ich hier bin. Und man kann es eigentlich gar nicht glauben. Wir haben laut dem Rezi-Test hier einen Wert von 2,04. Also wir sollten eigentlich bei einer 0,08 oder 0,09 sein, aber wir haben hier 2,4. Und das Becken steht. Hast du jetzt gefüttert? Ja. Hat sie. Er darf, ja. Ja, komm mal, schau. Ja, dann holen wir auch mal die Dame des Hauses mit ins Bild. Die finde ich genauso schuld. Nein, die sind immer nur die Leidtragende. Darf ich dann einmal vorstellen? Das ist die Lina. Hallo. Voll auf begeistert vom Becken. Steht ja auch schön. Ja. Kann man aber gar nicht glauben, wenn man solche Messwerte hier sieht. Ja, jetzt versuchen wir mal rauszufinden, wie das Ganze passiert ist. Haben wir es auch schon mehr oder weniger? Ja, mehr oder weniger schon. Also, einerseits sind wir wahrscheinlich beim EPO-Reef jetzt darauf gekommen, also an diesem Punkt angekommen, wo es nichts mehr aufnimmt. Und den haben wir verpasst festzustellen. Ja, vielleicht sollten wir erstmal ganz vorne anfangen. Wieso, weshalb und die Umstellung von der Phosphatdosierung. Denn ich habe eine dicke, fette Algenplage im Becken gehabt. Ja. Was darauf zurückzuführen war, dass die Dosierzeiten einfach falsch eingestellt waren. Wir haben aneinander vorbeigesprochen, genau. Wir dosieren ja hier das Nutriton N, C und P, beziehungsweise das C im Moment nicht. Und grundsätzlich sollte es sein, dass Phosphatdosierungen bei dem entsprechenden Material hier stoßweise erfolgen sollten. Also sprich, eine Menge vormittags oder eine Menge nachmittags, immer zu einem Punkt. Hatten wir nicht. Ich habe über 12? Über 12 Punkte immer 1 Milliliter 1,2 dosiert, weshalb dann natürlich sich die Algen dann doch sehr wohl gefühlt haben. Ich weiß nicht, dafür müssten wir eigentlich auch noch. Ja, ich gucke mal. Haben wir bestimmt. Blende ich da mit ein. Problem an der Sache ist folgendes: Wenn ich hingehe und eine konsequente, ich sag mal, Zuführung von Phosphat oder Nährstoffen über den gesamten Tag mache, ist es so, dass die gesamte Biologie sich an einen gewissen Grundwert natürlich gewöhnt. Klar, logisch. Und wir haben noch den Faktor Licht gehabt. Ja. Ja, das sind jetzt mehrere Dinge, die da tatsächlich gleichzeitig hinzugekommen sind und die sich dann so entwickelt haben, ja. Die Korallen haben es nicht schnell genug aufgenommen, weil war ja grundsätzlich immer was da. Und wir haben ein falsches oder ein leicht falsches Lichtspektrum gehabt, wo wir extrem viel Rot drin hatten oder zu viel Rot. Und das ist natürlich... UV haben wir noch rausgenommen. Ja, okay, das ist dann aus dem aktuellen Anlass sowieso noch, haben wir das etwas runtergeregelt. Ja, nicht komplett, aber ich glaube, das stand irgendwie auf 80%, das haben wir dann auf 15 oder 20. Kann ich jetzt gerade so nicht. Ja, schau mal eben. Fakt ist auf jeden Fall, diese beiden Sachen, die sind dann halt zusammengekommen. Das Becken ist dann natürlich algentechnisch so ein bisschen explodiert. Ja. Und ja, da wir natürlich in der Beckengröße die Problematik haben, dass wir da keine
so schön Fische einsetzen können wie Doktoren oder Ähnlichem, muss man natürlich schauen, dass man das Ganze auf andere Art und Weise regelt. Und selbst die Tiere sind bisher nicht hundertprozentig hinterhergekommen. Nee, tatsächlich nicht. Ja, was haben wir eingesetzt? Wir haben Schnecken eingesetzt, wir haben die Einsiedler rausgeholt. Ja. Dann haben wir die, wie heißt die Krabben nochmal? Mitrax-Krabben. Ja, die das aber auch... die machen gar nichts. Nee. Also die machen schon was, aber leider nicht in der Menge, wie man sich das vielleicht erhofft. Wir haben jetzt 2 Stück drin. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob man vielleicht noch mehr einsetzen sollte. Nee, das Problem an der Sache ist, wir haben jetzt noch zusätzlich eine kleine Kudelplagenalge drin. Also wir kommen jetzt langsam in den Bereich rein, wo die Sache mal wieder interessant wird. Bisher war Wohlfühl-Aquarien hier. Ja. Und jetzt kommen die Kleinigkeiten, die kurz sich dadurch... Kurz vorm Urlaub. Ja, kurz vorm Urlaub. Aber um das jetzt nochmal weiterzuführen, wir hatten dann die Dosiermenge von 12 Mal am Tag, haben wir dann auf 2 Mal mit jeweils 7 Milliliter, einmal morgens und einmal abends. Die Menge haben wir so hoch gewählt, weil zu dem Zeitpunkt das tatsächlich so war, dass wenn man dosiert hat und einige Stunden später war nichts mehr da. Das heißt, das Eborif und das gesamte System hat es gezogen. Und da haben wir gesagt, jo, alles klar. Die Korallen stehen vor allem, wie gesagt, sie stehen ja gut, komischerweise. Also das ist ja das auch doch was, was mich gerade verwirrt. Also wir haben jetzt mit dem Hanna-Checker und mit dem Rezin-Test haben wir gemessen, es ist Wahnsinn. Also der Hanna zeigt sowieso an, auf Wiedersehen, ich gehe nach Hause. Ja, ja, der liegt am oberen Anschlag bei 200. Ja, und der Rezin-Test, der Tropfentest hier in der High-Range ausgefärbt, liegt bei einer 2,1. Ja, jetzt muss man trotzdem auch noch erwähnen, ich habe, wann waren wir bei dem Marc? Das ist auch schon bestimmt 5-6 Wochen her. Ja. Da haben wir dann noch Korallenfutter mitgenommen. Ja. Wo wir gesagt haben, so ein bis allerhöchstens maximal 2-mal die Woche beifüttern. Dann haben wir dann mit Pipette und so weiter, mal mit Pipette einfach mal mit beigegeben. Das ist natürlich auch nochmal Phosphat. Aber im Gegenzug, dadurch, dass ich so einen geringen Fischbestand habe, habe ich ja auch grundsätzlich eher weniger gefüttert. Nur in der Maximalmenge, was für die Fische eben ausreicht. Also sprich, Ende das April waren wir beim Markt am 21.04. Ja, also sprich, wir haben das normale Futter, wir haben das Korallenfutter und wir haben die zusätzliche Dosierung noch gehabt vom Phosphat. Ja, und da... Moment. Und danach erst kam noch die Situation auf, dass ich dann irgendwann Daniel Bescheid gesagt habe, hör mal, pass auf, wir führen morgens und abends die 7 Milliliter ein, aber im Mittagsbereich, wo eben nicht mehr dosiert wird, ist über den Hanna-Checker der Phosphat nicht nachweisbar. Das ist schon krass. So, und da haben wir dann für uns gesagt, oder dann hat Daniel gesagt, ja, okay, ist zwar nicht nachweisbar, aber... Die Grundversorgung ist da. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Stoßdosierung. Da muss ich dann dazu gestehen, dass ich gesagt habe, gut, okay, wenn es nicht nachweisbar ist, aber es wird ja eingeführt morgens und abends, ist genug da, dass die Korallen eben was haben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich, wo man sagt, man hätte das noch sehen müssen. Nee, haben wir nicht. Punkt 1, der KH-Verbrauch ist bis auf, wann ist er jetzt gestiegen? Vor 3-4 Tage oder so? Ja, letzte Woche irgendwann. Hat er sich so, ist er so ein bisschen stagniert. So. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aber, sind die Verbräuche gleich geblieben? Moment. Ja? Ich muss alles erkennen. Ich habe über 2 Wochen habe ich nicht gemessen. Müssen wir dazu sagen. Ja, es geht so jetzt erstmal um die Optik. Ja, aber pass auf. Und dann lag der KH ja bei 6,5. Das heißt, wir hatten auch sogar noch einen höheren Verbrauch. Genau. Und habe dann über den ATI-Rechner, da ich ja verdünntes Material einführe, 80 Milliliter vorgegeben bekommen. Und habe dann über 8 Tage hinweg jeden Tag nochmal 10 Milliliter zusätzlich hinzugefügt. Gut, der lag jetzt vor 2-3 Tagen, lag der schon über 8. Momentan schwankt das extrem, aber jetzt gerade bekommt er gar nichts, weil er sich jetzt erstmal wieder runterarbeitet und sobald wir auf 7,5 sind, Wo ich im Endeffekt drauf hinaus will, ist, dass wenn normalerweise so eine Situation entsteht, dass wir, dass meinetwegen zu viel Nährstoffe, Phosphat, egal was auch immer, drin ist, dann gehen die Korallen ja normalerweise hin und sagen, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. A, es war optisch überhaupt nichts zu sehen. Nee, gar nicht.
Doch, eine Euphilie. Aber eine. Ja, ja, ein kleiner Kopf. Es stehen alle Tiere im Becken stehen top, deine SPS stehen top. Deine LPS machen das Übliche, was Euphilien hier und da dann auch mal machen. Die machen mal einen Wasserwechsel. Okay, es ändert sich was. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, das würde jetzt direkt auffallen. Also, dass sie jetzt über längere Zeit zu sind. Diese Warnzeichen hatten wir ja gar nicht. Was wir aber auch erwähnen müssen, dass wir durch die neue Dosierung des Phosphates regelmäßigen Reinigen jetzt den Punkt haben, dass keine Algen mehr wachsen. Das kommt noch dazu. Wir haben einen extrem hohen Phosphatwert jetzt, trotz über die gesamte Zeit. Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, also sprich die Stoßdosierung, die Umstellung des Lichts, die haben im Endeffekt gegriffen. Es ist nach und nach, es ist weniger geworden. Er ist natürlich sowieso auch, ich sag's mal, beckenreinigungstechnisch der Pedant. Ist ja auch schön, das Becken sieht top aus. Ja, ist so. Wir waren dann eben noch bei mir und mein Becken sieht aus wie der letzte Mülleimer im Moment. Zumindest von außen. Das so schlimm ist es jetzt auch nicht. Nee, hast recht, das ist schlimmer. ich blende das mal mit, zufällig mal mit ein. Und meine erwähne aber noch, dass das Ding jetzt schon seit 3 Tagen so da steht und du nicht einen Finger krumm gemacht hast. Falsch. Das steht seit letzter Woche, als ich in Urlaub gefahren bin, so. Und ich da nichts dran gemacht habe. Beziehungsweise also, ja, nur die Frontscheibe ein bisschen und oben den Bereich. Was du auf die Kamera bekommst, richtig. Genau. Sebastian wird wahrscheinlich, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, das Erste, er lässt den Koffer direkt im Flur stehen und geht dann direkt und macht alles nach. Also, da muss ich ja sagen, da ist er ein Pedant, aber das ist auch positiv. Weil er geht tatsächlich hin, reinigt die Steine, zupft die Algen ab, geht mit der Zahnbürste drüber, damit die Algen wechseln. Das sind alles so Sachen, die natürlich in so einem kleinen Becken gemacht werden müssen, weil wir halt keine großen Tiere einsetzen können, die da einmal Ramazamba durchgehen. Aber es ist manchmal halt auch einfach schon, ich habe heute Morgen geschimpft, weil er hat heute Morgen sauber gemacht. Ich sage, lass doch deine Finger da raus. Ihr geht heute Nachmittag wieder mit den Fingern da rein, dann kannst du es doch immer noch sauber machen. Ja. Manchmal ist es halt auch einfach ein bisschen too much. Aber da wir ja heute dann nicht mehr dran gehen, nö, war es schon ganz okay so. Das kann man sich jetzt schön reden. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Becken ist von der Optik her, ist das eine Bombe im Moment. Ja. Ja, aber wie gesagt, das mit den Algen ist ja wirklich so, habe ich Daniel eben auch erzählt, dass ich selbst die Schnecken, ich muss die Schnecken aus dem Becken holen und die Gehäuse reinigen. Ja. Das war schon heftig. Also die, du hast da so kleine Schnecken, die aber die Täubchenschnecken solche Fadenalgen letztlich hinterher schleppen. Ja. Und dafür sieht es jetzt top aus. Also, es war auf jeden Fall effektiv, dass wir die Dosierung umgestellt haben, das Licht umgestellt haben. Das hat funktioniert. Ja. Aber man muss dann auch dementsprechend auch hingehen, wenn man jetzt keine Tiere einsetzen kann, die das effektiv bearbeiten, dann muss man da selber ran. Und zwar richtig. Und das funktioniert. Wir haben zwar jetzt hier und da immer noch Stellen und heute Nachmittag zieht auch noch eine andere Hilfe mit ein. Ja, denn wir haben jetzt sind die Algen weg, die Fadenalgen, jetzt Kugelalgen. Genau. Ich hatte vor 3-4 Wochen, da habe ich Daniel das erste Mal Bescheid gesagt an unserer Muschel. An meiner Muschel? An ihrer Muschel. Die hat einen Gipsfuß. In der die drin steht. So, und zwischen Gipsfuß und der Muschel haben angefangen, sich Kugelalgen zu bilden. Das war halt noch human. So, und jetzt hatte ich dir dann vor 2-3 Wochen schon Bescheid gesagt, okay, müssen wir gucken, müssen wir im Griff halten. So war ich hier sitze, von vorgestern auf gestern, ich schätze mal schon 2-3 Tage vielleicht vorher. Ich denke auch. Ja. Ne? Aber die haben sich halt gut, wahrscheinlich ist eine von, oder zwei von den Bläschen da unten geplatzt, haben sich schön verteilt, haben sich die ruhigste Stelle gesucht, die du auch nicht siehst, weil die wachsen grundsätzlich immer da, wo man sie nicht sieht. Ja, du musst halt schon echt hingucken, ne? Ja. Ja, und wenn du sowieso jemand bist wie ich, der sich damit gar nicht auskennt und gar nicht weiß, was das ist, ich stand davor und sagte, ach, das sieht aus wie ganz viele kleine Augen. Mhm. Ja, also jetzt aufgrund der Situation, da können wir ja dann drauf eingehen, wenn wir dann mal 2-3 Wochen oder vielleicht noch ein bisschen weiter sind, Perknon-Krabbeln. Mhm. Das mache ich jetzt, wie viele ich heute Nachmittag hole, mache ich davon abhängig, wie groß sie denn sind. Ja, die werden wahrscheinlich in der Größe. Ja, das sehen wir. Aber die können, ja, die werden schon groß. Also du musst auch jetzt bei den Tieren, du hast ja jetzt sowieso schon 2 Mitrax drin, die eigentlich auch an die Kugelalgen gehen sollten, aber okay. Ne? Die machen nur Tralafitti. Ja, hast du das eben so schön gesagt, die passen sich auch im Lebensstil an. Genau. Also das heißt nicht, dass wir die nicht machen.
aber wir sind sehr genügsame, ruhige Menschen. Unser Kater ist sehr genügsam. Die einzige, die hier am Rappel dreht, ist unsere Tochter tatsächlich. Aber sonst alles andere lässt in dem Becken alles wuchern und wachsen, was eigentlich nicht so sein soll. Ja, schauen wir mal. Also das ist die grundsätzliche Problematik, die man bei so einem kleinen Becken hat. Die Tiere einzusetzen, wir hatten ja auch einen Algenblendi drin, der leider Gottes rausgesprungen ist. Ja. Aber der ist auch, ich sag es mal, normalerweise, so ein Tier auf so ein Becken müsste normalerweise reichen. Denkt man sich. Nee. Hat nicht geholfen. Gar nicht. Hat nicht geholfen. Und ich muss aber auch dazu sagen, das hast du ja auch selber gesehen, der Algenblenny ist ein Fressspezialist. Der sich ja normalerweise nur von Algen ernährt. Ja. Ausschließlich. Dann haben wir nur noch von unserem Frostfutter ernährt. Und genau das war das Problem. Er hat. Das ist das gleiche Spiel wie mit den Doktoren. Man sagt denen ja auch im Prinzip nach, eigentlich sind es in Anführungszeichen Kühe, ja. Aber unsere Kühe, also sprich unsere Doktoren oder meine Doktoren, die gehen auch regelmäßig ins Steakhouse und holen sich ihre Artemien, ne? Ja, gut, am Ende des Tages haben wir jetzt eine Phosphorbombe hier im Flur stehen. Ja. Und eine Phosphorbombe. Und nur noch knapp anderthalb Wochen bis zum Urlaub. Ja. Jetzt haben wir die Problematik, dass wir langsam aber sicher dieses Phosphat senken müssen, weil auf Dauer. Moment, bevor wir weitersprechen, vielleicht blendest du noch das Bild an, was ich dir gestern geschickt habe, mit den Reagenzien. Ja. Bei dem Hanna-Checker hast du ja die zwei Reagenzien. Aber wir haben ja hier auch den blauen Beweis. Sobald die Reagenz in dem Glas drin war und du etwas gerührt hast oder sich das vermengt hat, ist es sofort direkt blau umgeschlagen. Ich habe ihm schon geschrieben, ich so, was ist das denn? Ich habe gedacht, der hat dann halt irgendwie die Proben, ich sage jetzt mal, aus welchem Grund auch immer. Ja, wir wissen ja mittlerweile, dass zum Beispiel solche Küchentücher extrem viel Phosphat dran haben. Also wenn man da hingeht und ein Gläschen damit auswischt und anschließend da nur normal Wasser einfüllt, weil es ja trocken ist, dann haben wir auch erhöhte Phosphatwerte. Das habe ich ihm unterstellt aus der Entfernung. So, jetzt haben wir aber heute einmal, habe ich meinen Checker mitgebracht. Der ist auch direkt blau geworden. Und nachdem ich das dann zweimal hintereinander getestet habe, natürlich glaube ich dann auch meinen Messungen erst nach der zweiten und dritten Durchlauf, sind wir hingegangen und haben dann bei mir zu Hause nochmal den Rezit-Test geholt, gleichzeitig das Lantan. Und mit dem gehen wir jetzt langsam aber sicher vor. Und zwar wie folgt. Wir haben das runtergerechnet, weil hier in der Bedienungsanleitung steht drin, wenn ich auf 100 Milliliter auf 100 Liter Aquarien, das ist 10 Milliliter von diesem guten Zeug hier reinpacke, würde der Wert um 1 Milligramm sinken. So, da wir jetzt bei einer 2, noch was sind, wäre das ja schon mal eine Option. Theoretisch. Praktisch vertragen unsere Korallen am Tag aber nur maximal 0,1 an Senkung. Das heißt, wir müssen das Ganze tatsächlich in Anführungszeichen fast über 20 Tage machen, um wieder runterzukommen. Musst du doch jeden Tag kommen, wenn wir im Urlaub sind. Sieht danach aus. Denn wir fliegen nächste Woche in Urlaub. Mhm. Und da ist hier der Daniel, der Facility Manager. Ja, sagen wir mal so, ihr habt sowieso jemanden, der vorbeikommt, füttert und nach dem Groben guckt. Und ich gucke dann halt, jetzt habe ich den entsprechenden Auftrag, das Becken dann in ihrer Abwesenheit gegen die Wand zu fahren. Mhm. Aber dann haben wir ja entschuldigen. Genau, da bin ich dann schon. Ja, aber vorher erstmal. Dann überlege ich mir das auch nochmal mit dem größeren Becken. Ach, auf einmal. Habe ich eben anders gehört, aber okay. Ja, das Thema sieht er auch momentan erstmal vor. Das ist auch der Grund, warum wir, ich sage jetzt mal, keine kleinen Doktoren oder ähnliches einsetzen, dass ihr erstmal bei der Größe bleiben wollt. Ja. Erstmal. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Genau. Weil es halt einerseits auch so gut läuft und andererseits ist natürlich ein neues Becken, eine Anschaffung, eine Investition, die natürlich zu Buche schlägt. Ja, darum geht es noch nicht mal. Um das Finanzielle geht es gar nicht. Aber das nimmt halt auch einfach wahnsinnig viel Raum weg von unserem Wohnzimmer. Und das da hört bei mir dann irgendwann einfach auch der Spaß auf. Ja, okay. Na? Aber ihr habt es ja da vorne auch im Flur wirklich. Und es ist einfach das, was da im Flur steht. Ja. Das ist halt einfach, das ist der optimale Platz. Richtig. Du kommst rein und du guckst direkt auf dieses Becken. Und du kommst auch von der Toilette, du guckst da rein, du kommst vom Schlafzimmer, du guckst da rein, du kommst aus der Küche. Du siehst es sofort, das ist das Erste, was du morgen siehst.
Ne? Und das ist halt im Wohnzimmer hier nicht der Fall. Und wie gesagt, Platztaschen, wir hätten den Platz, aber nein. Ist ja auch erstmal gut. Nee, lass uns, ist grundsätzlich erstmal gut, das Becken steht jetzt 9 Monate. Ja, circa. Sperrt die Zeit nochmal ein, dann waren wir da. Müsste ja. Nee, Oktober. Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober müsste es auch rein. Weil im November hatten wir ja den Wasserschaden, ne? Nee, aber da kommt ja jetzt auch noch eine Umstellung. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, mehr oder weniger ein Euphilienbecken daraus zu machen. Also mehr optische Bewegung reinzubringen. Ja. Wir werden einen Teil der entsprechenden Korallen, wenn wir dann jetzt unsere Werte wieder genau gesenkt haben, das ist das nächste Problem. Also ich hätte sie ja eigentlich heute schon mitgenommen, aber die Werte sind zu hoch. Und wenn ich die jetzt in mein Anführungszeichen geringen Wertebecken reinsetze, dann würden könnte das nach hinten losgehen. Ja. Werden wir die wahrscheinlich killen. Also lassen wir sie noch hier. Ja. Und ja. Gucken erstmal, dass wir das Phosphat in den Griff kriegen. Genau. Also, Punkt war, wir haben den Punkt, wo es halt, wo das EPO-Rief sagt, so, jetzt nehme ich nicht mehr auf. Oder das Gesamtsystem sagt, ich nehme jetzt nicht mehr raus, es liegt jetzt nicht unbedingt am EPO. Haben wir tatsächlich messtechnisch verpasst. Ja, Moment, aber das liegt aber auch mit daran, dass ich mich ein bisschen auf die Werte verlassen habe. Ne? Und ja, das ist das. Ich bin aber auch der Meinung, dass das jeder, der mit EPO-Rief anfängt, dass das vielleicht jetzt als ein Beispiel, ein gutes Beispiel sein könnte, dass es von jetzt auf gleich passieren kann. Ja. Wir haben ne, es keine optischen Hinweise. Nein. Normalerweise sieht man sowas an irgendwelchen Korallen. Wir haben ja die SBS Milka drin, wir haben Seretopora drin, wir haben Montis drin. Kaulastränen, Euphilien. Und irgendeine müsste normalerweise dann wirklich dauerhaft sauer sein und sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Werte, die jetzt hier gerade herrschen. Aber es ist nichts gewesen. Wir haben gar nichts gesehen. Na, dass sich die Euphilien mal zusammenziehen und einen Wasserwechsel machen, das ist normal, das machen die. Kenne ich so nicht anders. Aber es ist keine da gewesen, die jetzt gesagt hat, selbst die Gonioporen. Das sind ja die größten Zicken eigentlich, wenn das irgendwann... Bei mir schon. Ja. Ich habe jetzt höhere Werte gehabt. Hast du dir meine Goniopore mal angeguckt? Das ist eher so nur noch ein halbes Lebewesen. Ja, aber selbst die kann sagen, du bist gerade ein bisschen doof vorm Becken. Ja. Ja? Das sagen mir meine regelmäßig, wenn ich über einen gewissen Schwellenwert vom Phosphat komme. Und das ist ja der Witz an der Sache. Ich gucke in mein Becken, da hinten ist schon wieder eine Gonio zu. Und da sage ich, jo, alles klar, ich messe mal wieder Phosphat. Und siehe da... Selbst diese Anzeichen waren hier im Becken nicht vorhanden. Muss man nicht verstehen. Ja, aber dazu kommen wir wahrscheinlich schon entweder in dem Video danach, nach diesem Video, oder vielleicht ist das Video davor gelaufen. Schau mal. Weil, was die Tiere angeht, ist ja hier in den letzten Wochen auch immer wieder gut Action gewesen. Aber da haben wir ja auch noch Bilder zu. Ich denke, dazu machen wir dann ja ein separates Thema. Das wird nicht langweilig. Nee. Nee, es ist immer was los und ich halte es mir immer mehr auf. Ja, in nächster Instanz werde ich die Tiere, wenn wir das Ganze hier runtergefahren haben, erstmal zu mir nehmen und die kommen dann mit zum Thorsten. Die gehen damit in das Schlachtbecken rein, sind dann auch Kummer gewohnt. Ne? Nein, gut eingefahren nennt man sowas heute. Nee, das passt ja so. Ja gut, aber man muss dazu sagen, wenn man als Anfänger wirklich sich zur Aufgabe setzt, ein SBS-Becken zu fahren, also da wäre jetzt höchstwahrscheinlich eben hoch. Wahrscheinlich. Ja. Also ich denke mal, den höheren Bereich, Akkus oder so, die hätten schon längst die Bügel geschränkt. Ja. Wobei man das ja auch erst nach einer gewissen Zeit sieht. Die können jetzt auch nach einer gewissen Zeit erst hinten rumkommen und sagen, ich schmeiße das Gewebe ab. Da stecken wir jetzt nicht drin. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich einen so hohen Wert, der in meinen Augen gefährlich sein kann, wobei ich habe gestern noch mit Marcel telefoniert, mein ersten Paravan. Der lag auch mit seinem Phosphat jenseits von Gut und Böse. Der hat sogar noch eine Schippe draufgelegt, aber das... Ja. Es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Ja. Er hat mich aber auch mit dem Nitrat um Längen übertroffen. Also ich habe die ICP von ihm gesehen und also er hat gedacht, ja, geht's eigentlich noch? Okay. Also ich lag ja bei 128, ja momentan bei 250 und das Becken steht. Okay, kriegt man jetzt nur durch Wasserwechsel oder ähnlich runter, aber naja. Anderes Thema, andere Baustelle.
Ja, alles in allem versuchen wir jetzt erstmal das Ganze so wieder runterzuziehen, wertetechnisch. Und gucken, wie das Becken drauf reagiert. Und dann, ja, kommt er dann irgendwann aus dem Urlaub zurück. Und hoffen wir mal, dass das alles so gut geht, wie es sein soll. Und der Plan wäre auch, dass der Daniel mal begleitet, wieder hier seinen Facility Manager macht. Ja, das kann ich versuchen aufzunehmen. Wenn der Daniel wird noch aus der Ferne über die Webcam würde er gucken können. Ich habe meine Webcam mitgebracht, die ich dann von hier aus über mein Handy dann dementsprechend schauen kann, weil wir haben hier ja nicht, ich sag mal, diese High-Tech montiert, wie ich es bei mir habe, mit KH-Messungen, Temperatur aus der Entfernung und. Ich kann es halt tatsächlich nur, ich sag das mal, optisch sehen, Becken steht noch, beziehungsweise den Korallen geht es gut oder nicht gut. Das kann ich im Prinzip sehen und da ich ja jetzt öfters vorbeikommen muss, um entsprechende Dosierungen zu machen und zu überwachen, werden wir dann sehen, was passiert. Ja. So, bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.